Das werden wir jetzt auf jeden Fall kaufen. Und gleich werden wir die Truhe noch öffnen. Das ist so geil. Das ist so geil, Leute. Ich drücke jetzt mal hier drauf. So, das Ganze lädt. Jetzt habe ich jetzt hier auf Kaufen gedrückt. 10 Euro kostet das Ganze. Zack, Zahlung erfolgreich. Und Leute, jetzt geht's ab. Die Legende. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash Royale. Heute im Video wird es um das Update gehen, was gerade eben erschienen ist. Ich kam aus der Schule, hab gesehen, das Update ist da und hab sofort die Aufnahme gestartet. Richtig nice auf jeden Fall das Update. Wie gesagt, wir schauen jetzt mal drauf und werden dann noch ein paar Truhen öffnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, auf geht's. Bevor wir jetzt Truhen öffnen, schauen wir aber hier mal drauf, was denn eigentlich gekommen ist. Neuer Turniermodus, Herausforderung, 12 Siege für einen großen Preis. 3 Niederlagen und du bist raus. Das Ganze ist ein neuer Turniermodus, werde ich gleich auch nochmal genauer zeigen. Dann haben wir hier nochmal aktueller Turniermodus, wurde überarbeitet, dass halt die Juwelenkosten billiger sind und die Preise höher. Auch nicht schlecht, auf jeden Fall. 4 neue Karten. Megalakai bald verfügbar. Genauer gesagt in 17 Stunden und 40 Minuten oder so bei mir gerade aktuell. Da wird auch dann morgen nochmal ein Video zu kommen, wenn der released ist. Außerdem alle 2 Wochen Release einer neuen Karte. Auch ultra nice. Jetzt werden nämlich alle 2 Wochen neue Karten released. Neue Truhe. Legendäre Truhe enthält eine legendäre Karte aus einer zufälligen Arena. Und die werden wir gleich öffnen, Leute. Die werden wir gleich öffnen, deswegen, ja, deswegen habe ich gesagt, bleibt auf jeden Fall dabei. Epische Truhe enthält nur epische Karten. Die können wir leider nicht öffnen, da ich die hier nirgendwo habe und das die im Shop auch noch irgendwie nicht gibt. Wie die das genau damit machen, weiß ich gar nicht. Habe ich mich nicht genau erkundigt, auf jeden Fall erstmal weitergehen. Mehr cooles Zeug, Emojis kann man jetzt ausschalten. Testspieler, man kann jetzt Freunde herausfordern und Errungenschaften noch hier. Und halt Balanceänderungen. Das war es eigentlich soweit, ist aber mehr als genug, würde ich mal sagen. Ich zeige euch als erstes das neue Turnier. Hier ist das Ganze, da habe ich jetzt hier ein Turnier gestartet für 100 Juwelen. Dann mache ich halt, muss ich halt 12 Angriffe machen. Und wenn ich 12 Angriffe gewinne, dann bekomme ich eine richtig gute Turniertruhe. Ich habe im Endeffekt einen Angriff von 12 geschafft. Ich habe einen Angriff von 12 geschafft, das tut mir ultra leid, Leute. Deswegen haben wir eine richtig schlechte Kiste bekommen jetzt. Aber war halt ultra behindert. Ich habe einen Gegner bekommen, der hatte alle Legendaries. Ich habe oder fast alle Legendaries hatten einen Gegner bekommen, der hatte das Minenwerfer-Deck. War halt ultra lächerlich, Leute. War einfach bitter. Ich war auch viel zu aufgeregt, schon das Video aufzunehmen, weil ich sau aufgeregt, mich ultra gefreut habe und war deswegen auch irgendwie unkonzentriert. Haben deswegen nur eine schlechte hier Turniertruhe, aber machen wir euch trotzdem auf gleich. Vorher wollte ich euch hier nochmal zeigen, hier Turniere erstellen. Das Ganze ist auch ziemlich billig geworden eigentlich. 100 Juwelen nur und relativ gute Preise sogar. Und ja, hier gibt es ja noch teurere Turniere und so weiter, wie immer. Aber im Endeffekt ist es viel billiger als vorher. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch bald mal öfter Turniere raushauen. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Opening hier. Es ist keine geile Truhe. Es ist echt keine geile Truhe. Es tut mir leid, Leute. Ich habe leider keine bessere bekommen. Wow. Das Ganze hat mich jetzt hier 100 Juwelen gekostet. Es hat sich gelohnt. Okay, es hat sich gelohnt. Wir haben das Riesenslett gezogen, Leute. Für mich hat sich das gelohnt. Das Riesenslett aus der Turniertruhe. Und damit haben sich die 100 Juwelen gelohnt. Hier seht ihr das Ganze nochmal so eine Übersicht, wie das Ganze ist. Hauptpreis 22.000 Gold und 1.100 Karten, das ist so viel. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal so ein 100 Juwelen Turnier starten und werde das Ganze, wenn ich das gewinne, und wenn ich eine fette Truhe abstaube, auf jeden Fall auch nochmal morgen hochladen oder später halt nochmal hinterher hochladen. Ja, dann kann man dann noch ein billigeres Turnier machen. Das ist halt so das Ganze hier. Da wollte ich eigentlich Spenden drücken. So, jetzt gehen wir, würde ich mal sagen. Ja, was können wir eigentlich noch machen? Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier bald verfügbar steht da. Dann steht hier bei dem Mega-Minion verfügbar in 16 Stunden, 48 Minuten. Dann ist hier sind halt neue Legendary, die bald verfügbar sind. Hier noch eine Legendary. Also kommen auf jeden Fall bald ein paar neue Karten raus, was ultra nice ist wirklich. Achso, ich wollte noch ganz kurz meine Pokale zeigen, Leute. Ich bin zurzeit fast auf meinem Pokalrekord. Ich bin zurzeit sehr weit oben mit meinen Pokalen. Finde ich auf jeden Fall nice. Und ja, ich will euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Wir gehen rüber in den Shop. Oh, wir haben gerade das Kampfholz. Wir haben sogar das Kampfholz, will ich aber gar nicht haben. Ja, ihr seht's. Zur Feier der neuen, Arena 9. Gut, dass ich so gut lesen kann. Starterpaket legendäre Arena. Richtig nice. Also ihr seht's hier. 100.000 Gold. 100.000 Gold, 1.200 Juwelen und eine legendäre Truhe. Das werden wir jetzt auf jeden Fall kaufen und gleich werden wir die Truhe noch öffnen. Das ist so geil. Das ist so geil, Leute. Ich drücke jetzt mal hier drauf.
So, das Ganze lädt. Jetzt habe jetzt hier auf Kaufen gedrückt. 10 Euro kostet das Ganze. Zack, Zahlung erfolgreich. Und, Leute, jetzt geht's ab. Die legendäre Truhe. Oh, sie geht. Sie ist da. Sie ist offen. Und es ist das. Was soll ich sagen? Das ist so ein Dreckspiel, Leute. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Es ist so ein Dreckspiel, Mann. Es ist doch so eine Verarsche, Mann. Ach, da geht mir sowas von der Spielspaß verloren. Ich rede in der Schule noch mit dem Merlin. Grüße an dich, du schaust das Video hundertprozentig. Und sage, hoffentlich sieht jetzt das... Ich meine, habe ich gesagt, wenn ich jetzt das Kampf ausziehe, dann raste ich vollkommen aus. Es ist nicht normal, Leute. Das Ausrasten ist nicht gefaked. Ich habe gar keinen Bock auf diese Scheiße. Warum? Es ist doch nicht normal. Ich verstehe dieses Scheißspiel nicht, Leute. Ich könnte jetzt heulen. Ich könnte gerade heulen. Es ist doch nicht normal, Leute. Ich will euch für vernünftige Gameplays präsentieren. Für vernünftige Gameplays brauche ich keinen scheiß Kampf. Und ich meine, ich habe gar keinen Bock mehr. Es ist so eine... Ich will jetzt auf... Ich gehe gleich... Ich stehe gleich auf und gehe raus. Es ist so eine Scheiße. Es ist so eine Scheiße, Leute. Sorry, aber... Das ist nicht gefaked, dass ich mich hier aufrege. Es ist so eine dreckige Scheiße. Ich kann es einfach nicht verstehen. Es ist so eine Verarsche, Leute. So eine Verarsche, wirklich. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, Leute. Wow, richtig nice. Ich liebe das. Aber die Aktion hat sich halt trotzdem gelohnt. Wir nehmen Gold, aber trotzdem bin ich lächerlich. Ich habe jetzt gerade nicht ernsthaft. Schreiben wahrscheinlich die Leute in die Kommentare. Du hast eine legendäre gezogen, ist doch nice, Leute. Nein, das ist nicht nice. Das ist ein Kampfholz, Leute. Ich würde das tauschen gegen das Riesenslett. Gegen eine Karte vom Riesenslett würde ich das tauschen. Das ist scheiße. Checkt es, Leute. Bitte schreibt mir nicht rein, du hast eine legendäre. Jetzt habe ich ernsthaft. Lava und Level 2 und Holzfäller und Kampfholz. Das sind die schlechtesten legendären Karten. Es tut mir leid. Es ist so eine dreckige Kacke. Ich bin jetzt echt richtig mies drauf. Wir hauen jetzt auf jeden Fall im nächsten Video ein paar Upgrades raus. Ich werde die ganzen Upgrades nicht jetzt machen, sondern im nächsten Video. Ich könnte mein Handy gerade zerstören. Das muss ich einfach mal sagen. Ich könnte jetzt mein Handy zerstören. Das ist so abfuck. Das fuckt mich richtig ab. Also wenn man dann schon sowas kauft, dann hätte ich lieber eine Magietruhe. Das ist doch scheiße. Also so finde ich kacke. Auf einmal geht die Truhe auf, also richtig gar nicht vorbereitet. Und da ziehe ich das Kampfholz. Dann dachte ich auch so, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Alles klar. Ihr merkt, wie ich gerade drauf bin. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich jetzt das Video so ein bisschen sauer beenden muss. Ich denke, die meisten können es verstehen. Es ist halt einfach... Das ist einfach so. Du öffnest eine Truhe. Das ist ja... Dann gibst du einfach noch Geld aus und dann ziehst du sowas. Das finde ich einfach... Das ist einfach behindert. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Finde ich echt saulächerlich. Jetzt haben wir das Kampfholz gezogen. Ja. Finde ich gut. Finde ich super. Wir werden das auf jeden Fall mal im nächsten Video testen. Es wurde zwar verändert hier, ja, ich weiß auch, aber trotzdem finde ich es immer noch richtig scheiße. Ja, wir haben das Kampfholz. Wir haben das Kampfholz gezogen. Ja, das war es eigentlich auch soweit mit dem Video, Leute. Wir können mal ganz kurz hier sehen, wie es hier kann man Freunde herausfordern. Grüße übrigens an alle, die mit mir auf Facebook befreundet sind. Ihr seht euch hier gerade im Video. Ja, hier kann man dann hier zum Beispiel draufklicken. Testspiel, zack, und dann kann man da ein Testspiel machen. Das finde ich auf jeden Fall richtig nice eigentlich. Ja, das ist eigentlich soweit alles. Wir werden auf jeden Fall mit dem Gold mit Juwelen noch irgendwas Geiles machen. Ich kann mal ganz kurz schauen, wie teuer sowas ist. Wir schauen einfach mal, was sich erstellen lässt. Werden wir auf jeden Fall im nächsten Video drauf schauen. Das heute sollte ja nur so ums Update gehen. Deswegen will ich da jetzt auch nicht mehr machen im Video, sondern das Kampfholz testen wir im nächsten Mal. Da das nicht Teil dieses Videos ist, jo. War an sich ganz geil, bis auf das Kampfholz. Ja, was, ich bin jetzt richtig so ein bisschen Bullshit gerade, weil ich einfach so ein bisschen so innerlich mich gerade aufrege. Es tut mir leid, Leute. Ja, ist halt einfach Pech. So ist das Schicksal, Leute. Also, sorry, Clash Royale, was ist doch eine Verarsche. Kampfholz, Lava und Holzfäller habe ich jetzt. Cool. Finde ich super. Bin ich beeindruckt. Hoffentlich kriege ich bald mal eine legendäre Truhe im Shop, weil ihr seht, da gibt's die gar nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr Ahnung davon habt. Oder wenn ihr das wisst, weil ich hab's gar nicht mitbekommen, wie das genau gemacht wird. Weil hier ist keine legendäre Truhe, die kann man ja anscheinend kaufen, aber ich sehe ja keine. Also irgendwie schreibt mal bitte rein, wie das gemacht wird. Weil das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mitbekommen, wie Clash Royale das gesagt hat. Weil wenn ich eine legendäre Truhe im Shop haben werde, werde ich auf jeden Fall eine kaufen mit meinen ganzen Juwelen und meine vernünftige ziehen. Weil ich kann mit so einem Scheißkampf uns wirklich nichts anfangen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, das Video hat mir eigentlich an sich mega viel Spaß gemacht, euch das Update hier zu zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch persönlich auch gefallen, trotz einer Dreckskarte, muss man leider so sagen. Ja. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Habe ich das schon das zweite Mal. Wie gesagt, ich bin gerade nicht mehr richtig da hier. Okay, das war's mit dem Video.
Mach's gut, Servus und Ciao.